500 Millionen Menschen auf dieser Welt sind betroffen von Hörverlust. Tendenz steigend. Die Initiative Hear the World möchte auf diese Problematik aufmerksam machen. Der bekannte Komponist und Rockstar, der Bryan Adams, hat seit 2006 für seine Kampagne fotografiert. Entstanden sind faszinierende und sinnliche Bilder bzw. Porträts von Weltstars, wie zum Beispiel Annie Lennox, Rod Stewart oder Lindsay Lohan, Amy Winehouse, noch viele mehr. Nach New York und Berlin sind wir jetzt im Puls 5 in Zürich. Ja, mein Name ist Valentin Schapero und ich bin der CEO der Sonova Gruppe. Und innerhalb der Sonova Gruppe ist auch das Unternehmen Phonak, was diese ganze Hear the World Initiative hier ausgerichtet hat. Und wie ist diese Initiative entstanden? Wir sind natürlich in der Hörgerätebranche tätig. Insofern wissen wir, dass sehr, sehr viele Menschen ein Hörproblem haben. Über 500 Millionen weltweit leiden an Hörverlust. Das heißt nicht, dass sie taub sind. Es heißt aber, dass sie erhebliche Kommunikationsprobleme haben. Leider tun die meisten nichts dagegen, weil sie sich vielleicht ein bisschen schämen, weil sie nicht gegenüber der Umwelt signalisieren wollen, dass sie ein Problem haben, ein Kommunikationsproblem. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schaffen eine Plattform, eine Initiative, die es uns erlaubt, das Thema Hören zu thematisieren, als überhaupt auf die Tapete zu bringen. Bei den meisten Menschen funktioniert das Hören sehr, sehr gut. Man denkt nicht drüber nach, die Ohren werden nie müde, man spürt sie eigentlich gar nicht, es funktioniert einfach. Und aufgrund von Hear the World, auch aufgrund der berühmten Menschen, die wir gewonnen haben, denkt man vielleicht für ein paar Sekunden drüber nach und hilft vielleicht dem einen oder anderen, der ein Hörproblem hat, etwas dagegen zu tun. Jetzt waren Sie in New York und Berlin, jetzt haben Sie die Ausstellung hier. Wo geht es als nächstes hin? Das ist die letzte Ausstellung dieser Art. Wir betreiben hier einen ganz erheblichen Aufwand. Wir hatten in New York über 400 Menschen bei der Eröffnung. Wir hatten in Berlin 700 Menschen bei der Eröffnung. Heute erwarten wir auch wieder 500. Es ist dann einige Wochen offen. Das heißt, die Bevölkerung kann sich diese Bilder anschauen. Was haltest du von der Zusammenarbeit von Bryan Adams mit der Initiative Hear the World? Ich denke, sie ist sicherlich ein atypischer Partner für einen Musiker zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Art sicherlich wieder passend, weil irgendwann Leute das Gehör sicherlich auch mal drunter. Bei Musiker oder bei jemandem, der einfach viel mit der Lautstärke zu hat. Um ehrlich zu sein, ich bin da vor allem wegen den Bildern. Nicht wer unbedingt hinter den Bildern steht, sondern wegen den Bildern, weil ich mich für Kunst interessiere und Fotografie. Ich finde das eine ganz gute Aktion. Und zumal öfters mal unterschätzt wird, wie wichtig das ist, dass man ein gutes Gehör hat. Mich fasziniert vor allem, dass er jetzt auch noch als Fotograf probiert, Karriere zu machen. Hey, listen, I think it's a great charity and what he does, I mean, he knows hearing and how important it is for music and it's a perfect charity for him to be doing. It's a perfect match. Zusammenarbeit finde ich sehr gut, weil es eine Zweideutigkeit hat, eben mit Hören, aber auch mit Hören. Der wichtigste dieser Künstler ist... Und der wichtigste dieser Künstler ist natürlich Bryan Adams, weil er in einer... I'm very pleased to be part of this initiative. I've been doing these photographs for about a year and a half, and they were taken during other photo sessions I was doing. And at the end of every session, I would ask the person if they'd be interested in doing something for hearing. And as a lot of these people are musicians, they were all into it. And I think I only got one no, and well, maybe you get her some other time. And so enjoy the photographs and thank you for supporting Hear the World. Brian, we don't let you go. You're the star. We don't let you go without knowing a little bit. When did the passion start for photography? Oh, I don't want to do interviews right now. I'm going to go watch the exhibition. Come on, stay with us. Anyway. Rockmusik und Hörverlust sind zwei krasse Gegensätze. Wie können Sie sich das erklären, die Zusammenarbeit? Das ist überhaupt kein Gegensatz. Das ist das eine, bedingt das andere. Also ich bin selber ein alter Rocker und ich weiß, wie das ist. Die Musik tönt nur gut, wenn man sie voll aufdreht. Und durch das hört man dann mit der Zeit ein bisschen weniger und dann dreht man noch Leute auf und dann hört man noch weniger. Und die grössten Rocker, die müssen es richtig vor einem Verstärker spielen, weil sie eigentlich das Gehör verlieren. Nein, es ist schon so, dass Rockmusik zu laut genossen führt tatsächlich zu Hörschäden. Ich glaube, für sehr stark hörgeschädigte Menschen ist Rockmusik die einzige Musik, die sie hören können, weil sie gerade im Bauch. Ja, also ich finde jetzt nicht, dass der eine unbedingt mit dem anderen muss gehen. Es ist wieder so ein Klischee, wenn man zu viele Rockkonzerte geht, dann verliert man nachher das Gehör. I do not think so, because it's just a matter of
you know, organization and the people and the connection with the music, you know, not only pop music, rock music, but also, you know, all kind of music. I think it drives the point exactly home. In what way? Rock and roll. I mean, everybody understands rock and roll. She weaved a little southern spell on me, made a little voodoo. She was born the bright side of midnight when her mama was 17. She was a hot-blooded, God-fearing gospel girl. So have you seen any of the portraits? Yeah, I did. I like Jerry Hall. I was photographed with Mick Jagger, Amy Winehouse. Yeah, they were all really good. I mean, I'm surprised. Yeah. I had no idea he was such a great photographer. Ehrlich gesagt, habe ich noch gar nicht alle gesehen. Ihr seid viel zu schnell. Ich bin noch gar nicht dazugekommen. Mick Jagger. Definitiv, warum? Ja, es ist natürlich auch ein bisschen im Zusammenhang, dass ich der grösste Stones-Fan auf dieser Welt bin. Und wenn ich den Mick sehe oder Keith Richards, dann ist es für mich eh ein klarer Fall. Eigentlich waren alle recht gut, aber das Beste habe ich gefunden mit dem Mann, wo er eigentlich in die Luft springt. Also. Amy Winehouse. Wie heisst sie, die Blonde? Annie Lennox. Ja, die ist gut. Ja, Annie. Diane Kruger. Ich finde sie eine sehr schöne Schauspielerin. Wie schützt du dich, wenn du zum Beispiel an seine Konzerte gehst, wenn du überhaupt etwas machst dagegen? Also ich bin eine erwachsene Frau, also ich muss mich nicht mehr gross schützen. Was ich mache, ist, wenn mein Sohn dabei ist, dann hat er Pamir an. Also sind so quasi die Dinger, die sie im Militär anhaben, um vor den Schuss schützen. Ja, ich probiere einfach, das nicht so stark zu belasten, wenn ich es vielleicht gerne möchte. Ich drehe auch gerne die Anlage laut auf. Ooh, listen, I don't listen to loud music. Not at all? No. No. What about concerts, like the one for tonight, for example? No, I would have the earplugs on or be in the suite. I'm kind of a baby. I wear earplugs at concerts and I just make sure that my children wear those as well. Leider ist der Brian Adams heute nicht sehr gesprächig gewesen, aber er hat sehr viel über seine Porträts übermitteln. Die Ausstellung war sehr faszinierend und auch die Gäste waren recht interessant. Ich bin Gabriela Miloda für Action TV. Du warst ja auch mal in einer Rockband und immer noch. Genau, sorry. Immer noch. Es gibt andere Rocker, die mal gewesen sind.